Anton Schumacher, als Trainer der U14, ja, wie würdest du bisher die Saison einordnen? Ja, absolut zufriedenstellend. Es ist ja so, dass bei uns in der Liga, bei uns in dem Jahrgang, kommt es eher darauf an, die Jungs ordentlich auszubilden. Das heißt, das Ergebnis ist eher zweitrangig, aber letzten Endes guckt man auch da natürlich auf die Tabelle. Und wenn wir in der oberen Hälfte, vielleicht sogar im oberen Drittel landen, dann ist es immer zufriedenstellend. Danach sieht es aktuell aus und die Jungs machen alles in allem einen ordentlichen Job. Okay, was sind deine Aufgaben oder wie siehst du deine Aufgaben in der Entwicklung der Spieler? Also wie hoch ist da der Stellenwert? Wo sollen da die Spieler schon sein am Ende der Saison auch? Gut, am Ende der Saison sollen die nach Möglichkeit so weit sein, den Anforderungen in der U15 gerecht zu werden. Die Anforderungen heißen Regionalliga Süd gegen Top-Vereine, gegen Top-Leistungszentren, dann auch über Bayern München, TSG Hoffenheim, Freiburg, wie sie eben dann alle heißen. Und dementsprechend soll man die Arbeit aus der U13, die da sehr gut vonstatten geht, möglichst gut fortführen. Mit dem jungen Jahrgang in der Hessenliga stoßen wir dann auch immer auf ordentlich Gegenwehr, brauchen diese Liga auch, um die Jungs bestmöglich vorzubereiten. Und ja, das Ziel ist dann immer natürlich, dass möglichst viele Jungs auch in den U15-Kader schaffen. Okay, was sind jetzt so die Restrückrunde, würde ich sagen, steht noch an. Wie siehst du da deine Mannschaft vorbereitet und was wollt ihr da noch erreichen? Ja, vorbereitet sind wir gut. Wir sind auch gut aus der Winterpause rausgekommen. Das ist dann eben gerade das Schöne bei uns. Wir befinden uns so ein bisschen im Niemandsland. Wir können nicht mehr Meister werden. Mit dem Abstieg haben wir sowieso schon länger nichts mehr zu tun. Aber gerade weil es eben um Ausbildung geht, weil es um den nächsten Entwicklungsschritt geht, gibt es dann auch nicht sowas wie, das läuft jetzt aus oder wir haben da irgendwie keine Motivation mehr, sondern das ist dann wirklich ja, das Maximum rausholen aus der jeweiligen Saison. Und das bemisst sich, wie gesagt, weniger am Ergebnis als eher auf die Vorbereitung auf die U15. Okay, gut, dann viel Glück. Danke. Vielen Dank.